Und zwar. So, das hat man mit meiner Stimme. Wir machen mal hier. So, ab hier. Abgesagt, weil seine Frau kann nicht rappen. So, die kann nicht rappen und ich, das ganze Thema ist voll peinlich. Und wenn er meint, dass er seine Frau rappen lassen muss, dann soll er das machen. Ich und meine Frau nicht. Also der Grundkern und die Grundaussage ist einfach, dass MC Boogies Frau, MC Boogie hat wohl Flair gefragt, kannst du ein Feature mit meiner Frau machen? Flair findet, dass die Frau nicht rappen kann, dass es einfach nur peinlich ist. Die News müsste eigentlich jeder von euch noch mitbekommen haben. Dann hatten wir hier den Rap-Part von der Frau. Den haben auch viele kritisiert, haben gesagt, ey, was ist das, wenn du das mit Katja vergleichst, wenn du das mit Shirin David vergleichst, wenn du das mit Kitty Cat vergleichst, kann man das natürlich verstehen, dass Flair kein Feature mit ihr machen wollte, ja, dass es einfach schlecht ist. Und kurz mal die Frau in Schutz zu nehmen, um kurz die Frau in Schutz zu nehmen. MC Boogie steht natürlich für Oldschool-Rap, ja, ist eine Legende. Die Frau verfolgt dann wahrscheinlich auch diesen Stil, ja, diese Richtung. Macht halt keinen Schickimicki-Rap, denke ich mal. Und das ist halt rough gerappt. Und die hat auch selber dann gesagt, ja, ich habe es schnell gedreht, musste schnell gehen, kurz im Auto sein und das Ganze abdrehen. Was ich auch hier verstehen kann, natürlich, die News ist halt dann brisant, ist halt aktuell und du musst halt schnell antworten. Da gebe ich ihr den Punkt. Aber nichtsdestotrotz ist es vielleicht aktuell die größte Aufmerksamkeit, die die Frau in ihrer Rap-Karriere, in ihrer jungen Rap-Karriere genießt. Und das hätte man vielleicht ein bisschen klüger machen können. Und ja, wir lassen es mal hier einmal laufen. Ich kann nicht rappen, das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Hör ich dein Rap, wär ich am liebsten ein kleiner Hase. Warum? Also hier auch, sie wollten Feature und hier rappt die halt, wenn ich dein Rap höre, mache ich die Ohren zu, nach dem Motto. Also, dass Flair nicht rappen kann und so weiter. Ist auch ein bisschen, ja, doppelmoralisch. Erst will ich ein Feature, hab die Absage bekommen und jetzt diss ich den Flair. Ich meine, sie hatte jetzt eine große Aufmerksamkeit. Ist halt viel besser, als einen Feature-Track mit Flair gehabt zu haben. So hat die jetzt mehr Aufmerksamkeit. Und wie gesagt, da hätte man qualitativ vielleicht was Besseres raushauen können. Vielleicht wäre man so smart gewesen, dass man schon vorher was recorded hätte, weil man alle Szenarien mal durchgegangen wäre. Aber wie gesagt, das ist nur meine Meinung. Und denkt jeder Junkie, dass er ein guter Boxer wäre? Warum nennst du dich Frank, weil du versteckst dich wie ein Opfer, Flair, du Angst hast? Hier auch wieder der Vorwurf, dass Flair sich vor MC Boogie und Belash versteckt. Stelle dir eine Fangfrage, machst einen auf Player, aber warum musst du anblasen? LMK ist wieder Stadtteil für Verschandtaten, draußen ist gefährlich, du solltest deine Gun tragen. Kein Mann dieser Welt macht mir irgendwelche Ansagen, wie kann niemand etwas anhaben, auch wenn ich nichts anhabe. Okay, der war ein bisschen, wie kann niemand was anhaben, auch wenn ich nichts anhabe. Oh shit, man. Ey, yo, Flizzy, wie willst du das jetzt handhaben? Ich mach auf Insta falsche Angaben. Sie lügen die Fresse in dein Gesicht. Ob die Snyder besser nicht. Und ob sie deine Freunde sind. Doch hinterm Rücken Messer steht. Cottbus City, wo ich wohne. Rap als Lavi sitzt auf die Drohne. Keiner von euch bleibt verschont. Karma regelt Gottes Droh. Du bist jeden Tag in Südberlin? Das ist doch geschwindelt. Gib mir Kopfgeld für den. Also auch hier, ich bin jeden Tag in Südberlin. Das ist wohl nicht richtig, sagt die Frau, ja. In der dich finde. Dann kannst du zeigen, wie krass du bist bei Boogie in der Ecke liegt, heulst, stotterst und winselst. Du bist nicht krass, Junge. Quatsch kein Bullshit, denn ich sehe, wie du auf deinem Handy 110. Okay, auch hier, du bist nicht krass, du wählst 110 und so weiter. Ich meine, Flair hat dir das ja alles erklärt, warum er damals die Polizei gerufen hat und so weiter. Ich meine, da ist auch nichts entgegenzubringen, ja, wenn man die 110 wählt. Wir sind einfach in einem demokratischen Staat und ja. Wenn man die Polizei braucht, sollte man die Polizei rufen, Freunde, weil es gibt auch viele Unrechtssachen, ja, die einen widerfahren und dann muss man halt die Polizei rufen. Ja, was will sie sonst machen? Und ja, also wie gesagt, die Vorgeschichte ist, sie wollte ein Feature und jetzt rappt sie gegen Flair nach der Absage. Das ist halt ein bisschen cringe, aber man muss ja immer nach vorne gucken und wie sie jetzt kontert, sind natürlich auch ein paar Lines dabei, wo man denkt, okay, stimmt das nicht, wenn es stimmt, okay, und so weiter, ne? Ich
nehm alles in Kauf, wie ein Pfandleihhaus. Ja, auf deinen Arsch und jeder weiß, dass du Punchlines kaufst. Ich wollte dein Feed. Das zum Beispiel fand ich auch, auch jetzt nicht so wild. Ich weiß, dass du Punchlines kaufst. Ich meine, Flair hat ja beim Recorden ein Team, ja, einer schreibt die Lines, einer die sucht die Hook, einer sucht die Headline und so weiter. Das hat er schon zigmal gesagt, der Flair. Da hat er selber eigentlich den Wind aus den Segeln genommen, dass man ihn da nicht fronten kann. Und mittlerweile ist ja Rap so groß, so professionell, dass man ohne Team auch gar nicht mehr arbeitet, ne? Deswegen, also kann ich diesen Front auch nicht nachvollziehen. Wie gesagt, sie kommt halt vom Team Boogie, wo Realness oder lokale Realness am vordersten Grund steht und die Oldschooler sind halt so, ne? Schau mit dir, komm und spiel dich nicht sau. Ruf bei Leuten doch nur an, wenn du selber etwas brauchst. Machst doch krasse Ghetto-Gangster, Raps vom Business in den Blocks. Dann Mamas Brust zu kurz gekommen, die Fritsche sind im Rock. Ein Gespräch beim Pädagogen wertvoll. Für deine Psyche wäre das pädagogisch wertvoll. Denn Flair ist schwer erziehbar und hyperaktiv. Gib den Jungen noch sein Brutalin, Ratten vernichten, die Kimmels Ideen. Lern das Magazin auf Adrenalin, du Bastardkind. Und wenn es Zaster bringt, fällt mir schon was ein, wie du vor dem Laster springst. Okay, das ist ein geiler Beat. Ja, richtig geiler Beat hier von Eminem. Ashir on you. Du sitzt zu Hause im Lendor, kommst nicht raus, lässt dich bewachen. Ich schieß Punchlines wie eine Waffe und du machst dich doch zum Affen. Du taugen nix, deine Spielchen taugen nix. Im Augenblick sieht so aus, als wenn du auf die Schnauze kriegst. Was hab ich gehört, gestört, wenn ich hör, der Flair seine Frau. Zu diesem Beat hört sich das besser. Sorry, zu diesem Beat hört sich das besser an, auf jeden Fall. Und auf kein Deutschrap hören, du lässt deine Frau nicht rappen. Das ist mir doch scheißegal, ich hab mit 60 schon... Du lässt deine Frau nicht rappen, das ist mir doch scheißegal. Ich habe schon mit 16 gerammt, da kannte ich Boogie noch nicht mal. Das ist krass, die Line ist krass. Ja, man hat ihr auch vorgeworfen, dass die nur rappt wegen Boogie und so weiter. Das ist halt krass. Wenn du rappst, da kann ich Boogie noch nicht mal, ich geb einen Fick. Auf diese Fotzen-Szene, selbst wenn alle reden, hab ich Gottes Segen. Ich vertraue nur mir selbst auf meinem Weg nach oben. Alles war in diesem Auto, wird nicht gelogen. Bei keinem Gespräch persönlich, da du Ehrenmann. Es sind die Hintermänner, die alles klären dann. Auch das kennen wir auch, Hintermänner, die klären. Ich meine, das hast du bei jedem Rapper eigentlich. Welcher Rapper klärt denn noch was alleine? Ich meine, das braucht man ja auch gar nicht mehr zu besprechen. Das Thema ist ja sowieso schon durch. Ich wünsche jedem, dass er sich selbst begegnen kann. Guck genau hin, Flair, schau sich jetzt mal Esel an. War bei deiner Frisur so etwas mit den Scheren dran? Schnitt lieber seine Zunge ab bei diesem Rededrang, den sich nun wirklich keiner mehr geben kann. Flair, komm endlich mal klar auf dein Leben, Mann. So, Freunde, brisantes Thema auch, ne, hier mit Flair und Boogie, mit seiner Frau und so weiter. War sehr spannend mit anzusehen. Ich bin gespannt, wie weit es da noch geht. Ich meine, ich glaube, das nimmt kein Ende, Freunde. Ja, bin echt mal gespannt. Das nächste Thema, Freunde, ist jetzt nicht so lustig. Cupkicks wurde angegriffen mit 5 Mann und Tränengas. Ja, das Ganze ist gestern Abend veröffentlicht worden.